Es wird gleich einen ersten Wechsel geben bei Portugal. Gute Stunde ist gespielt. Es müsste Andrea Norton sein. Aber das schauen wir zuerst noch, was die Österreicherinnen da machen. Der Dunst. Und er ist gut, aber nicht drinnen. Und auch Eigentor, 1:0 für Österreich. Also Portugal spielt raus auf Barbara Dunst. Wieder gefühlvoll bringt sie den Ball rein. Sandra Ziel scheitert und dann schießt sie im Klärungsversuch Katharina Amados Rücken. Schulter an und dann ist der Ball im Tor von Ana Seysa. Portugal schlägt sich selbst 1:0. Der neue Spielstand. Feiersinger. Ah, Kempel wird gut zugestellt. Höbinger raus auf Dunst. Barbara Dunst ist drinnen. Tor. Und wir schauen noch mal drauf, weil es so schön war. Eileen Kempel bringt den Ball zu Höbinger. Höbinger spielt auf Barbara Dunst. Die orientiert sich ganz kurz. Und das ist wirklich ein wunderschöner Treffer von Babsi Dunst. So, es ist ihr 11. Treffer im 72. Natürlich, dadurch, dass das erste Tor ein Eigentor war. Aber dann kann man doch sagen, das sind ja auch solche Spiele, die man erwarten kann gegen große Gegner, wenn man sich qualifiziert für die Europameisterschaft, für Olympia. Achtung, der Treffer ist jetzt drinnen. Es gibt doch mal einen Anschluss. Jubeln jetzt doch noch. Schöne Flanke rein, muss man sagen. Und der war ganz exakt gesetzt auf Tatjana Pintu. Jetzt trifft sie doch.